Medico International ist 1968 gegründet und ein Kind der Freiheitsbegeisterung und des Veränderungswillens der politischen Bewegung dieser Zeit. Dieser Bezug zu 68 drückt sich in 40 Jahren Medico-Geschichte vor allem darin aus, dass Medico das politische Projekt der Emanzipation nicht aufgegeben hat. Hilfe für Menschen in Not verbindet sich für Medico mit einer global vernetzten politischen Arbeit zur Überwindung der Strukturen, die Not und Elend verursachen. Wir haben deshalb bei unseren Überlegungen zu 40 Jahre Medico bewusst den Rückbezug auf 1968 gewählt, auch als wir diese Konferenz planen. Bevor wir also unsere Gäste jetzt sprechen, möchte ich Ihnen drei Referenzpunkte nennen, in denen sich eine Haltung ausdrückt, die meiner Ansicht nach Voraussetzung für solidarisches Handeln ist. Der erste Referenzpunkt wird Sie vielleicht ein wenig überraschen, ich tue es aber trotzdem. Es ist der im Internet veröffentlichte Text von Elfriede Jelinek über das Kellerverlies in Amstetten, in dem ein Vater über 20 Jahre seine Tochter, Kinder und Enkelkinder missbraucht, gequält und für sein alleiniges Zukunftsrecht weggesperrt hat. Jelineks Text Im Verlassenen findet Worte für dieses grauenhafte Verbrechen, die weit über den singulären Schrecken hinausweisen. Sie schreibt: Österreich ist eine kleine Welt, in der die große Probe fällt. Und so legt sie eine Spur zu all denen, die am Rand und außerhalb unserer Wahrnehmungswelt unter unbedingt zu beschreibenden Umständen überleben. Im Verlassenen nämlich. Amstetten im Verlassen steht hier symbolisch für die Totalität einer in Beton gegossenen Ausgrenzung, und das ist schließlich unser Thema hier. Ich zitiere Elfriede Jelinek: Stäbe sind nicht nötig, wo Betontüren eingebaut sind. Stäbe könnten einen Ausblick ermöglichen, der ständig doch mehr wäre als gar kein Licht. Keine Stäbe, keine Gitterstäbe hier vorhanden. Eine Welt zu sehen ist von vornherein unmöglich. Man sieht nicht einmal 1000 Streifen Welt. Man sieht überhaupt keine. Schon hört man den Ruf nicht mehr, die aus dem Keller halten, weil man sie selbstverständlich gar nicht hören konnte. Es gab keine Ritzen oder Spalten, die groß genug für Schreie gewesen wären. Es gab nur Lüftungsschlitze. Soweit Elfriede Jelinek. Das auch mit dem Leser erbarmungslose Hinschauen von Elfriede Jelinek ist eine exemplarische Form der Weigerung gegen die Abspaltung, die Verharmlosung und den Voyeurismus. Alles drei aus meiner Sicht wesentliche Elemente im öffentlichen Diskurs über ausgeschlossen. Und ich bin froh, dass auf diesem Podium Menschen sitzen, die uns dazu heute noch sehr viel kluge, präzise, emphatische und empathische Worte beisteuern werden. Wir sind hier drei Frauen auf dem Podium, und vielleicht ist dieser im übertragenen Sinne weibliche Blick von Elfriede Jelinek schon ein konstituierendes Element einer neuen Solidarität. Ein weiterer Referenzpunkt ist Herbert Marcuse. Die in Frankfurt sind, wissen das, oder die Medico-Spender sind, weil wir haben mit diesem Spruch schon mehrfach geworben: Wir können die Welt zur Hölle machen, wir sind auf dem besten Weg dazu. Wie Sie wissen, wir können sie aber auch in das Gegenteil verwandeln. Zu diesem Spruch haben wir den globalisierungskritischen Philosophen Toni Negri gebeten, uns ein paar Gedanken zu liefern, was er glaubt, was dieser Spruch heute bedeutet. Ich zitiere auch Toni Negri. Den finden Sie übrigens in unserem Rundschreiben, den Sie vorne am Tisch erhalten können. Ich bin überzeugt, schreibt Negri, dass Marcuse damals eher als eine zu verwirklichende Utopie an das Problem dachte, die Themen der Emanzipation auszuarbeiten und ihre Kraft zu bewahren. Das Projekt der Emanzipation, soll es fortgeführt werden, bedarf einer Methodik. Für uns heißt es nun, den neuen imperialen Strukturen der Herrschaft zu entgehen. Kann das gelingen, indem wir noch einmal in 68 eintauchen? Ich glaube ja, denn damals haben wir begriffen, dass die Macht vielfältig ist, dass im Innern dieser Vielfalt die Intelligenz, aber auch die Brüchigkeit der Macht anzutreffen ist, dass deshalb die Befreiungen die Macht von innen bedrohen, in jedem Moment und in jeder ihrer Gestalten.
Die Vielfalt der Widerstände und der Revolten, die Netze der Opposition, in denen Negri die Träger der Veränderung sieht, gilt es heute Abend genau auszuloten und zu beschreiben. Ein Handlungsvorschlag von Negri heißt Exodus, Weigerung. Das ist mein Referenzpunkt zu dem Text von Elfriede Jelinek. Als letztes verweise ich auf einen der wenigen Texte in der 68er Debatte, der auf die 68 auf die Zukunft bewertet hat. Wer morgen an unserer Konferenz teilnehmen wird, wird ihn in der Konferenz mal auch finden. Ein Text von Slavoj Žižek. Er hat mit Bezug auf 68 gesagt: Die einzig wirkliche Frage lautet heute: Heißen wir diese Selbstverständlichkeit des Kapitalismus gut? Oder beinhaltet der zeitgenössische globale Kapitalismus Antagonismen, die stark genug sind, seine unendliche Fortsetzung zu verhindern? Žižek nennt da unter anderem die ökologische Katastrophe, die Patentfrage, zum Beispiel im Bereich Gesundheitsforschung und des Saatguts, die Implikationen aus neuen wissenschaftlichen Entwicklungen wie der Biogenetik und neue Formen der Apartheid. Eine Aufzählung, die auch die Arbeitsfelder von Medico umreißt, und die wir auch heute Abend mit Sicherheit berühren werden. Medico International hat diese Veranstaltung und die morgige Konferenz ohne Talkshow-Elemente organisiert. Wir wollen Räume für Verständigung und Austausch schaffen und keine Konfrontation zur Unterhaltung des Publikums. Wir haben es vermieden, uns dem allgegenwärtigen Pragmatismus anzuschließen und uns mit Machbarkeitstechniken zu beschäftigen, um das Elend der Welt zu verwalten. Uns geht es um Weltverständnis und darum, Haltungen zu begründen und auszuarbeiten. Denn Sie machen, so glaube ich, am Ende auch in der Praxis den Unterschied aus.